Der Überschrift könnte man Bilanz ziehen, was Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld in diesem Jahr betrifft. Der Verein sorgte für Schlagzeilen. Ob es das Thema Stadionerweiterung war oder der aktuelle Trend in der Beziehung zwischen Trainer Middendorp zu den Medien, all dies wurde rund um das Jahresabschlussspiel gegen den Karlsruher SC noch einmal thematisiert. Ach ja, und den Sport und damit den Abstiegskampf, den gibt es ja auch noch. Deshalb vorn auf zum letzten Auftritt der Arminia in diesem Jahr. Noch einmal Arminia und wieder hieß es Stadion ausverkauft. Allerdings mit Hilfe eines Weihnachtsgeschenkes. Der Hausherr hatte 2000 Freikarten verteilt. Noch mehr Platz soll hier in der nächsten Saison sein. Ausbau für insgesamt 26.500 Besucher, aber nur, wenn sich der Verein diesmal an Absprachen hält. Wenn Arminia auf uns zugeht und die jetzige Regelung, die über den Anwalt erfolgt, unterschreibt, bei der Stadt sollte das die Frau Doppheide sein, da wir annehmen müssen, da der vorige Vertrag schon nicht respektiert wird, dass der jetzige Vertrag auf jeden Fall zu respektieren ist. Anders als ein Trainervertrag in der Bundesliga jedenfalls. Den seinen hat Ernst Middendorp am Samstag zur Disposition gestellt. Aber nur für den Fall, dass keiner mithilft, das von ihm selbst und anderen zerdepperte Porzellan wegzuräumen. Konsens für den Klassenerhalt forderte Middendorp. Er will den Schulterschluss aller Beteiligten, er selbst will den Anfang machen. Eine echte Herausforderung, aber der aktuelle Medienkurs des Ernst Middendorp funktionierte am Samstag schon ganz gut. Der neue Trend wurde aufmerksam registriert. Da kann man sich viele Dinge einfach ersparen, auch selber. Ich weiß, dass ich vielleicht auch dort verschiedene Dinge habe explodieren lassen, was auch nicht notwendig war. Das ist richtig. Ich gehe jetzt unbedingt auch nicht nur auf andere los, sondern ich glaube sehr stark die Selbstkritik auf allen Ebenen, die hier in den Vordergrund stehen muss. Besinnliches kurz vor Weihnachten. Daran hatte auch die Mannschaft gedacht. Eine nette Geste an das Publikum und das bedankte sich. Wir haben das Spiel heute deswegen gewonnen, weil gerade das Publikum hier wie ein Mann gestanden ist und das Gespür auch vermittelt hat, dass sie dort die Unterstützung bringen wollen. Und das selbst in solchen Situationen. Der Ball Richtung Tribüne unterwegs und nicht im Strafraum. Verzweifelte Fußballprofis im Arminia-Trikot. So fing es an. Und dann gingen die Karlsruher auch noch in Führung. Durch diesen Treffer von Burkhard Reich. Arminias Fans hielten durch. Sie lieferten ihr bestes Spiel der Saison und wurden am Ende dafür belohnt. Hier flankte René Riedlewitz. Der Ball erreichte einen Mitspieler und der traf. Bei Karim Bagheris Ausgleichstreffer war alles anders. Der Trainer mochte es gar nicht glauben und er verpasste hier die vorletzte Chance, einmal richtig Spaß an seiner Arbeit zu zeigen. Tor Nummer 2. Zum 2:1 köpft Ali Day das Leder ins Karlsruher Netz. Sieg und Bestätigung für des Trainers emsige Reisetätigkeit. Er hatte diese beiden torhungrigen Fußballer zu allem geholt. Ernst Middendorp hätte also erneut Grund zum Jubeln gehabt. Aber er ließ auch diese Gelegenheit aus. Es war die letzte vor der Winterpause.